Das am Quietschen ist, herrlich. Ich bin nämlich gerade hier mit außerirdischen Lichtzeichen am Machen, verstehst du? So, guck, da, zack, zack. Das ist nämlich sowas, das habe ich gelesen in der Wissenschaftszeitschrift, dass die Außerirdischen uns bald besuchen kommen und da will ich ja der Erste sein, der sie, wenn du so willst, begrüßen tut. Jetzt gucken, was sie sagen, weil das ist so spannend. Nix. Naja, das Ding, was mich der Ampere-Pimmel hier zusammengeschweißt hat, dann ist aber schwach auf der Brust, das quietscht ja auch noch wie Sau. Aber gut, ich will ja sowas Großes. Das wie auf Graffiti-Dach, weißt du, so das riesig ist. Das wirklich weit in das alle reinstrahlen tut. Weil das ist dann sozusagen eine Datenautobahn direkt bis auf den Mond rauf. Von wo ich aus denn, wie soll ich jetzt sagen, eine fliegende Untertasse runterschick krieg, ja. Ne, hab ich gut gepennt. Leck mich am Arsch. Hallo, oder seid ihr ja schon? So, mal hinstellen. Heute ist es soweit. Ich gehe mich den großen, dicke Laser kaufen, der beim Graffiti auf dem Dach steht. Und dafür muss ich jetzt erstmal lecker frühstücken. Da habe ich Brötchen, Eier und dann hier so eine, wie gesagt, Pastete aus dem Ofen. Aber die ist noch drin. Und jetzt, wenn sie jetzt Licht bricht, kommt ich da Aal durch den Kanal. Mit anderen Worten, die Schlange hat sozusagen noch Kopf schon rausgestreckt. Oder noch anders gesagt, ich müsste mal echt dringend kacken. Aber mach ich, wenn ich die Pastete jetzt rausholen will. Das war eine Achterbahnfahrt, ich kacke ab. Zuerst habe ich so eine Kringel geworfen, eine große. Das stank wie Hölle, ich sage euch, das war ekelhaft, aber gut, was willst du machen? Um jetzt mal auf Größe und Gewicht zu sprechen zu kommen, das Ganze bewegte sich in einem Rahmen von 3 bis 4 Kilo Met. Schuhkarton groß, quadratisch, praktisch, vollgeschissen. Randvoll, herrlich. Das ist wunderbar und jetzt gehe ich mal den Sport kaufen. So. Wir fahren mit dem Schiff der Weser. Allah, ist das schön hier. Nee. Überall die feinen Geräte. Leg mir Marsch. Ja, das ist fein, was ihr hier macht. Was haben wir denn da? Guck mal, eine schöne Verkäuferin. Da ich ins Gucken. Ja, nimm dir das Paket und verzieh dich, du Blödschkopf. Ja, mach es gut. Annette, weißt du was? Ich hab da eine gute Idee. Geh schon mal nach der Kabine, geh sich nackig mal, wenn ich komm gleich. Ja, was wollen Sie? Guten Tag auch. Ich würde gerne den Sport vom Graffiti kaufen. Was willst du? Mhm. Wie meinen Sie das eigentlich? Ist da denn der Laser für an noch Himmel Lichter zu malen oder was? Nee, hör. Das ist der Spott vom Graffiti, weil ich will nämlich mit den Außerirdischen in Kontakt treten, damit die mich, ich will nämlich so, die sollen mich eines Tages abholen kommen, weil ich will ja auch die Pension genießen im All, verstehst du? Weil hier ist das ja alles kacke. Was denn mit der Kabine? Der ist bekloppt. Pass auf, Freund Moses. Ich glaub, die schneidet in der Kobbe rein. Was meinst du, warte dich wär's, Jung? Ja, gut, wenn sie mein Geld nicht wollen, dann kann ich auch noch aussehen, wa? Bitte. Boah, das war wohl ja nix, ey. Was de unfreundlich war. Ich glaube, ich gehe noch nach der Ampere-Bimmel zurück. Der hat mich ja schon der erste Apparat geschweißt. Und ich sag dem jetzt, wie das quietschen tut. Und das hat ja sowieso zu schwach ist. Ich glaube, der hat bestimmt einen Tipp für mich. Ah, ist er ja schon. Ja, da gehen wir uns da rein und da sag ich dem mal, was Sache ist. Sozusagen. Alle, komm mit. Wir gehen rein. So, da bin ich noch und zwar. Ja, schön, dass du hier bist. Es ist nämlich folgendes. Ja. Der Laser, den du mich da zusammengeschweißt hast, der tut es vorn bis hinten nicht. Das Ding quietscht, das ist nicht präzise. Nee, das war sowieso wohl die Kacke, da kannst du vergessen. Ich zeige dich jetzt mal was Neues. Ich habe mal in eine Glühbirne reingefuchst. Die habe ich dann auf 100 Ampere gesetzt. Und dann habe ich sie in ein Mikro getan. Schau her. Nimmst du die? Schön. Schon voll gefuchst, natürlich. Ja. Und dann setze ich einfach rein. Da rein, ja. Und sie sucht hier vorher raus, natürlich, weil hat eigentlich nichts drin verloren. Das ist aber schöne Knackwurst, kann ich ihn halten? Guck. Bein. Nee. Ja. Das riecht. Schälchen, Glühbirne drauf mit 50, 100 Ampere und Vollgas. Und wenn du dich das jetzt ein bisschen besetzt, siehst du, es fängt an zu leuchten. Hast du das gesehen, Jung? Gino. Schön, Marc. Hilft dich das ein bisschen weiter in deinem scheiß Leben?
Da hast du echt ein paar feine Würste hier auf dem Teller. Ja, das sind die ganz guten aus dem Glas, weißt du, nix Plastik, Glas. Und hier lagere ich immer meine Trockenfürze drin, siehst du, schön. Das ist ja alles schön und gut. Ach so, ja. Aber jetzt mal Butter bei dir Fischen. Ja. Wie kriege ich heute noch Kontakt hergestellt? Da gehst du am besten zu Kino. Ja. Da kenne ich in Spanien, da kann ich alles besorgen. Ja, hast du noch die Karte, die VIP-Karte, da kommst du immer mit rein. Aber hier ja, gut, da sehe ich mich da drin zwar. Aus mit da drin. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja. Das sieht ganz gut aus hier. Oder? Was war das denn? Ah, hier ist ja ein. Ja, guten Tag. Ich habe hier das Prospekt schon mit dir, aber ich würde gerne die Laser hier kaufen. Ah, Sie meinen Laser? Ja. In dieser Raum, Sie können nicht darüber sprechen. Ist besser, Sie kommen nach Vorführung, wenn ich sage Laser. Ja, gut. Komm ich gleich noch, und zwar du Geheimniskrämer. Was für ein Idiot. Ja, das paar Uhr. Ach, leck mich doch. Da brat mich einer einen Storch. Ist das ein feines Gerät, was der Spanier mich da verkauft hat? Leck mich fett. Mit der Bimmel hier kann ich steuern. So, dann ziele ich ins auf den Mond, weil das sieht mich am vielversprechendsten aus als Ziel für meine Kontaktanzeige. So, jetzt fange ich an. Also, 60, ledig, sucht, natürlich, exotische Frau für Natursekt und Kaviar-Spiele. Zack, da geht das los, Jungs. Das leuchtet in alle Farben. Das ist wunderbar, wie das in der Himmel reinballert. Guck jetzt nach oben. Da ist ja schon ein Stern, der leuchtet etwas heller als die anderen. Wenn das mal nicht wie versprechen ist, ich würde sagen, da habe ich bestimmt jemand erreicht. Wollen wir uns gucken, was sie mich denn da für jemand schicken? Ich freue mich schon ein bisschen. Ein bisschen Angst habe ich aber auch, weil weiß ja eigentlich nicht, was da kommt. Da gucke ich mich dann aber mal jetzt. Oh, das ist aber ganz schön hell. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube, sie beamen mich auch auf. Nämlich spät. Ne, was haben wir schön hier? Aber, ah, ich habe wohl meine Kleider nicht mitgebeamt. Das finde ich aber, das ist ja warm hier. Jetzt. Lass mich da jetzt. Ich sehe schon, jetzt hier los. So, hier, Alien-Party im All. Haha! Freue mich schon. Ja, das war ein. Komm, ich tanze eine Runde. Luke, bist du es? Was meinst du, Luke? Kenn ich nicht. Ich bin doch Peter. Bleibst du mich mit dem Ding aus der Fuß? Ja. Jetzt hat ja wohl vorwärmen können.